In diesem Video zeigen wir die größten Glückspilze, die jemals gefilmt wurden. Einige der folgenden Aufnahmen wirst du definitiv nicht glauben. Start! Omas Glückstag. Dieses Video zeigt eine glückliche ältere Dame. Sie benutzt eine Kettensäge, um einen großen Baum zu fällen. Zunächst scheint es, als wüsste sie, was sie tut, aber warte bis zum Ende des Videos. Der Baum gibt nach und knickt ein. Um ein Haar hätte der Baum diese Dame hart getroffen. Es war pures Glück, dass sie überlebte und den unwahrscheinlichen Vorfall dazu noch aufgezeichnet hatte. Glückstreffer. Hier siehst du, wie jemand versucht, einen Korb zu werfen. Der Ball fliegt jedoch übers Ziel hinweg und springt dahinter, wo er auf und ab hüpft. Wie durch ein Wunder fliegt der Ball wieder hoch und fällt schließlich durch den Reifen. Ein echter Glückstreffer. Bei einem offiziellen Basketballspiel hätte man damit wahrscheinlich nicht gepunktet. Dieser Freestyler freut sich trotzdem über seinen außergewöhnlichen Wurf. No, 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 no! Glück im Unglück. In diesem Video siehst du zuerst einen Mann, der großes Pech hat. Er versucht, die Straße zu überqueren, aber diese ist vereist. Er rutscht aus und landet auf dem Boden. Erst danach sieht man, dass sein Sturz eigentlich sehr glücklich war. Der Sturz bewahrte ihn davor, von einem Auto, das hinter einem Bus vorbeifuhr, erfasst zu werden. Wow! Hätte ihn der Sturz nicht aufgehalten, wäre er mit dem Auto kollidiert. Das kleinere Übel mag ihm also das Leben gerettet haben. Dem Stier entkommen. Hier sehen wir jemanden, der vor einigen Stieren herläuft. Es handelt sich um eine Tradition aus dem Norden Spaniens. Die Stadt Pamplona ist am bekanntesten für das Stierrennen, aber auch in anderen Städten und Dörfern wird es praktiziert. Wie man in diesem Video sieht, schweben die Läufer durchaus in Gefahr. Dieser Mann wird fast von einem der Stiere getroffen, doch dieser rutscht aus und verfehlt sein Ziel um Haaresbreite. Zugleich nähern sich weitere Stiere von hinten und auch diesen kann der Mann ausweichen. Wäre ihm das nicht gelungen, hätte er definitiv im Krankenhaus landen können. Was hältst du von dieser Tradition? Aufregend oder Tierquälerei? Glücklich gezögert. Hast du schon mal eine solche Fahrt erlebt? Die Leute sitzen in einer großen Schleuder, die sie hoch in die Luft schießt. Es ist ein aufregendes Erlebnis, das viele schon in einem Freizeitpark ausprobiert haben. Wer dieses Video gesehen hat, wird sich allerdings zweimal überlegen, ob er sich auf den Spaß einlässt. Kurz bevor der Mann den Knopf drücken will, um die Kabel zu lösen, reißt eines der Kabel. Hätte er eine Sekunde früher gedrückt, wäre ein Unglück geschehen. Dummkopf auf dem Gleis. Hier denken einige Idioten, sie könnten kurz vor einem Zug die Gleise überqueren. Es ist immer gefährlich, vor einem heranfahrenden Zug die Gleise zu betreten. Ein Zug kann nicht abrupt bremsen und ist so schnell, dass es schwer ist, auszuweichen. Einer der Männer im Video stürzt und wäre beinahe überfahren worden. Im allerletzten Moment schafft er es, sich nach hinten zu werfen und war gerettet. Dieser Dummkopf ist, Gott sei Dank, auch ein Glückspilz. Fantastischer Halbfeldschuss. Dieser Reporter berichtet über einen Highschool-Trainer aus Kansas, der einen erstaunlichen Halbfeldschuss mit verbundenen Augen traf. Zur Demonstration warf der Reporter einen Ball und traf den Ball überraschenderweise selbst. Man sieht, dass er dem Kameramann zunächst nicht glaubt, dass er den Glückstreffer tatsächlich gefilmt hatte. Doch das hatte er. Und so gibt es auch heute einen Beweis für diesen unglaublichen Zufall. Glaubst du, du könntest so eine Aufnahme machen? Gedankenlos im Verkehr. Dieses Mädchen möchte schnell die Straße überqueren und vergisst dabei völlig, sich umzusehen. Unsere Eltern haben uns beigebracht, wie man die Straße überquert. Zuerst schaut man nach rechts, dann nach links und dann nochmals nach rechts. Offensichtlich hat dieses Mädchen nicht aufgepasst, denn sie geht einfach blind auf die Straße. Zum Glück wird sie vom Auto nur gestreift. Wäre sie etwas schneller gewesen, hätte es böse für sie enden können. Riskantes Telefonat. Hier sehen wir eine weitere brenzliche Situation im Straßenverkehr. Wir sehen einen Fußgänger und ein Fahrzeug, das sich nähert und vor dem Abbiegen stehen bleibt. Was denkst du, wird passieren? Der Mann kommt von links und läuft direkt in den Van hinein. Er telefonierte und vergaß dabei, sich umzusehen.
Glücklicherweise war der Van stehen geblieben und der Mann kam mit dem Schrecken davon. Radfahrer fast überfahren. Dieser Radfahrer entgeht nur knapp einem schrecklichen Unglück. Er überquert eine Straße, als ein rotes Auto auf einen Lastwagen zurast. Es ist schwer zu erkennen, welches der beiden Fahrzeuge über die rote Ampel gefahren ist, aber vermutlich war es das rote Auto. Der Aufprall geschieht genau an der Stelle, an der sich der Radfahrer befindet. Es sieht aus, als ob der LKW den Radfahrer zerquetscht, aber wie durch ein Wunder scheint er völlig unverletzt. Glück gehabt. Fliegender Stein. Hier sehen wir einige Leute, die einen kontrollierten Abriss betrachten. Normalerweise ist dies sehr sicher. Diesmal scheint jedoch etwas fürchterlich schief zu gehen. Ein Stein fliegt auf die Menge zu. Durch einen gnädigen Zufall steht dem Stein jedoch niemand im Weg und nichts passiert. Das war knapp. Rettung vor Explosion. Dieser Mann tankt sein Auto, als plötzlich ein anderes Fahrzeug in die Tankstelle kracht. Der Mann hat großes Glück und kommt sicher davon, obwohl die halbe Tankstelle fast über ihm zusammenbricht. Als er merkt, dass der andere Fahrer noch im Auto sitzt und die Tankstelle Feuer fängt, rennt er tapfer los, zerrt den Mann aus dem Auto und bringt ihn gerade noch rechtzeitig vor der Explosion in Sicherheit. Dame und Skifahrer. Hier sieht man eine Dame beim Überqueren einer Skisprungschanze. Keine sehr kluge Idee, aber wie man sieht, kommt sie damit durch, denn der Skifahrer springt direkt über sie hinweg. Wäre er ein bisschen tiefer gesprungen, wäre ein Unglück passiert. Auch in einem Skigebiet lohnt es sich, ein paar Mal nach links und rechts zu blicken. Rettender Einfall. Dieser Eiskletterer ist nicht gesichert. Er erkennt die Gefahr und lässt sich von seinem Begleiter ein Seil runterschicken. Langsam schafft er es, sich am Seil zu befestigen. Als alles sicher ist, beschließt er, weiter zu klettern. Doch mit seinem ersten Schritt rutscht die gesamte Eisdecke, auf der er steht, nach unten. Ohne das Seil wäre dieser Kletterer im Abgrund verschwunden. Skater. Dieser Skater versucht einen Stunt. Ich weiß nicht, ob der Sprung geplant war oder ob er den Mann einfach nicht sah. Er springt ab, scheitert und schafft es auf wundersame Weise doch noch über den Fußgänger zu springen. Sowohl der Skater als auch der Fußgänger hatten großes Glück. Glaubst du, der Typ wusste, dass der Skater über ihn springen würde? Glückskind findet 1500 Dollar. Diese Türklingelkamera filmte ein sehr ehrliches Kind, das eine Brieftasche gefunden hatte. Es muss die Adresse in der Brieftasche gefunden haben und suchte sogleich den Besitzer auf. Er hält die Brieftasche vor die Kamera und als er sich umdreht, wird sichtbar, dass sich mehr als 1500 Dollar darin befinden. Er zeigt der Kamera, wo er die Brieftasche versteckt. Dem Besitzer gelang es später, den Jungen aufzuspüren und ihm eine Belohnung von 150 Dollar zu geben. Mehr als gerecht, finde ich. Tischtennis-Glücksreflex. Hast du schon einmal Tischtennis gespielt? Es ist ein lustiges Spiel, aber die Leute in diesem Video sind extrem gut. Sie spielen ein unglaubliches Match. Als einer der Spieler unterm Tisch landet, scheint es vorbei zu sein, doch er schafft es tatsächlich, seinen Schläger hochzureißen und den Ball zu blocken. Er gewinnt den Punkt und sein Gegner kann es nicht glauben. Feuerwehrmann. In diesem Video siehst du einen Feuerwehrmann, der die Leiter des Feuerwehrautos erklimmt. Über ihm hängt ein großer Brocken Schnee. Ich glaube, er geht hinauf, um den Schnee zu lösen, aber er muss ihn nicht einmal anfassen. Der Schnee fällt herunter und trifft den Feuerwehrmann. Der wird von der Leiter gestoßen, hat aber großes Glück und findet Halt, bevor er zu Boden fällt. Küss mich, ich bin verzweifelt. Hier siehst du einen Jungen mit einem Schild mit der Aufschrift: Küss mich, ich bin verzweifelt. Man würde bezweifeln, dass er damit viel Erfolg hat. Aber dieser Clip zeigt ein hübsches Mädchen, das sich nähert und ihn auf den Mund küsst. Danach geht sie einfach und lässt den Jungen ungläubig zurück. Ein weiterer Glückspilz. Militärhubschrauber. Dieses Mädchen zieht eine Show ab. Sie läuft auf einer Landebahn, als ein Militärhubschrauber über sie hinwegfliegt. Der Helikopter kommt ihr sehr nahe und es ist erstaunlich, dass sie nicht getroffen oder vom starken Wind der Maschine umgeworfen wird. Würdest du einen solchen Stunt wagen? Hattest du schon einmal großes Glück?
Erzähl uns davon in den Kommentaren. Lass uns ein Like da und wir sehen uns bald für ein weiteres lustiges Video wieder.